Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lehrvideo. In diesem Video werde ich Search Engine Advertising und Social Media Advertising gegenüberstellen und auf die Anbieter dieser Methoden eingehen. Zuerst werde ich SEA und SMA definieren und einige Vorteile im Vergleich zu anderen Werbemitteln vorstellen. Anschließend werden wir uns SEA und SMA im Einzelnen genauer anschauen, wobei ich auf die Grundlagen und die Funktionsweise und auch auf einige Anbieter eingehen werde. Anschließend werde ich SEA und SMA vergleichen und auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten sowie auch auf Vor- und Nachteile eingehen werde. Anschließend werden wir uns noch ein praktisches Beispiel mit dem Facebook Ads Manager anschauen und zum Schluss ziehe ich noch ein Fazit und werde eine Empfehlung geben. SEA und SMA sind beides Formen des Digital Marketings. Bei SEA wird Werbung auf Suchmaschinenergebnissen platziert. Diese Anzeigen werden auch Paid Ads benannt und erscheinen in der Regel in den ersten 1 bis 5 Treffern und werden als Anzeigen gekennzeichnet. Das Ziel von SEA ist es ebenso wie bei SEO, Traffic auf die eigene Webseite zu lenken und somit potenzielle Kunden zu gewinnen. Bei Social Media Advertising wird Werbung auf sozialen Netzwerken platziert, um die Aufmerksamkeit von Nutzern auf ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Marke zu lenken. Das darf jedoch nicht mit Social Media Marketing verwechselt werden, da Social Media Marketing auch kostenlose Ansätze verfolgt, anders als bei den bezahlten Anzeigen von Social Media Advertising. Die Werbung kann in verschiedenen Formaten auftreten, zum Beispiel im Newsfeed, in Stories oder als Sponsored Posts, dazu aber später mehr. Gehen wir nun auf die Grundlagen von SEA ein, wobei wir uns Keywords, Anzeigenformate und Gebote genauer anschauen werden. Bei SEA spielen ebenso wie bei SEO Keywords eine wichtige Rolle. Diese Keywords müssen so ausgewählt werden, dass sie relevant für die Anzeige und für die Zielgruppe sind. Falls diese Keywords durch eine Suchanfrage eingegeben werden, erscheinen die Anzeige in den Ergebnissen. Dabei kann die Form der Anzeigenformate variieren. Dies können zum Beispiel Textanzeigen, Bildanzeigen oder auch Grafikanzeigen sein. Um die Platzierung bei den Anzeigen zu bestimmen, werden bei SEA Gebote abgegeben. Dabei geben Unternehmen ein Gebot für bestimmte Keywords ab, um damit eine möglichst gute Platzierung für die Anzeigen zu bewerben. Dabei beeinflusst natürlich die Höhe des Gebots die Platzierung der Anzeige. Das Unternehmen mit dem höchsten Gebot erhält die beste Platzierung. Ein wichtiger KPI bei Suchmaschinenwerbung ist die Klickrate. Sie gibt an, wie viele Nutzer auf eine Anzeige geklickt haben, im Verhältnis zu der Anzahl der Nutzer, die die Anzeige gesehen haben. Je höher die Klickrate, desto vielversprechender und relevanter ist die Anzeige für die Nutzer. Die Conversion ist ebenfalls ein wichtiger KPI bei der Suchmaschinenwerbung. Sie gibt an, wie viele Nutzer auf eine Anzeige geklickt haben und anschließend eine gewünschte Aktion ausgeführt haben. Eine gewünschte Aktion kann hierbei eine Kontaktaufnahme, ein Produktkauf oder auch eine Anmeldung zu einem Newsletter sein. Je höher die Conversion Rate, desto erfolgreicher hat die Anzeige dazu beigetragen, den Nutzer eben zu dieser Aktion zu bewegen. Die drei größten Anbieter für SEA sind Google AdWords, Bing Ads und Yahoo Search Marketing. Wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, ist Google AdWords mit Abstand der größte Anbieter, wenn man bedenkt, dass über 90% der Suchanfragen in Deutschland über Google geschehen. Der größte Unterschied der Anbieter ist natürlich die Nutzerbasis. Unternehmen, die ihre Anzeige bei Google AdWords schalten, haben sehr wahrscheinlich eine größere Reichweite als bei den anderen Anbietern. Es gibt aber auch noch Unterschiede in den Funktionalitäten der Plattform. Google AdWords bietet zum Beispiel mehr Optionen zur Zielgruppensegmentierung und zur Anpassung der Anzeige an als die anderen Anbieter. Schauen wir uns nun SMA genauer an, wobei ich auf Zielgruppen, Plattformen und Anzeigenformate genauer eingehen werde. Zielgruppen spielen bei SMA eine wichtige Rolle. Diese lassen sich anhand verschiedener Kriterien wie Alter, Geschlecht, Interessen und Verhaltensweisen, aber auch noch andere Faktoren definieren. Wobei dadurch die Werbung gezielter geschaltet werden kann und nur Nutzern angezeigt wird, die der Zielgruppe entsprechen. Die Plattformen hierbei sind alle Social-Media-Plattformen, die bekannt sind, beispielsweise Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder auch Xing und TikTok. Jede Plattform hat ihre eigenen Anforderungen an die Anzeigenformate, aber auch unterschiedliche Merkmale der Nutzer. Während eher jüngere Nutzer TikTok nutzen, nutzen eher ältere Leute im Gegenzug Plattformen wie Xing und LinkedIn. Der Vorteil von SMA ist, dass sich die Anzeigen in sehr vielen verschiedenen Formaten darstellen lassen, zum Beispiel in Bildanzeigen, Videos oder Karussellanzeigen, aber auch interaktive Elemente wie Quiz oder Umfragen können benutzt werden. Algorithmen und Engagement sind die wichtigsten Faktoren von SMA. Algorithmen spielen eine wichtige Rolle bei der Schaltung von SMA, da sie dafür verantwortlich sind, die Anzeigen an die relevante Zielgruppe auszuliefern. Die Algorithmen unterscheiden sich hierbei von Plattform zu Plattform und beziehen Faktoren und Merkmale ein, wie das Alter, Geschlecht, Interessen, Verhaltensweisen, um somit die Anzeigen nur Nutzern anzuzeigen, die am ehesten an dem Angebot interessiert sein können. Das Engagement beschreibt das Verhalten und die Interaktion der Nutzer zur Anzeige, wobei Likes, Kommentare oder auch das Teilen der Anzeige eine Rolle spielen. Je höher das Engagement,
desto interessanter und relevanter ist die Anzeige für die Nutzer. Schauen wir uns nun einige Methoden von SMA an und welche Anbieter diese zur Verfügung stellen. Wie schon erwähnt, lassen sich Anzeigen auf verschiedene Art und Weisen in Social Media Plattformen darstellen. Die wohl bekannteste Art und Weise ist der Newsfeed. Jede gängige Social Media Plattform hat ein Newsfeed, wie zum Beispiel TikTok, Instagram und Facebook. Der Feed ist für jeden Nutzer die Sammelstelle für Meldungen aller Art. Gerade TikTok hat es gemeistert, dass Anzeigen nahtlos in andere Beiträge übergehen, sodass man teilweise gar nicht mehr bemerkt, dass es eine Anzeige ist. Das führt dazu, dass es eine überraschend hohe Reaktionswahrscheinlichkeit auf die Anzeigen gibt. Eine weitere wichtige und bekannte Methode, um Social Media Werbung zu schalten, sind Story Ads. Diese werden beispielsweise von Instagram und Facebook angeboten und werden ähnlich wie im Newsfeed beim Durchklicken von Stories angezeigt. Dies kann auch wieder in verschiedenen Formaten wie Bilder und Videos dargestellt werden, aber auch über einen Link auf einer externen Webseite. Eine etwas andere Variante sind Sponsored In-Mails, was zum Beispiel LinkedIn bereitstellt. Diese Werbeformate ermöglichen es zielgerichtete Werbung über einen Messenger und werden auch nur an aktive User versendet. Gehen wir nun auf die Gemeinsamkeiten von SEA und SMA ein. Bei beiden Varianten werden Werkzeuge und Methoden des Digital Marketings verwendet, um die Sichtbarkeit von Unternehmen im Internet zu erhöhen und das Engagement der Kunden zu steigern. Das Ziel beider Methoden ist es, potenzielle Kunden Inhalte und Angebote zu präsentieren, um sie anschließend zu einem Kauf oder zu einer Interaktion zu bewegen. Außerdem benutzen beide Methoden Algorithmen, um die Relevanz und die Performance der Anzeigen zu bestimmen und möglicherweise zu optimieren. Beide Methoden funktionieren größtenteils auf Cost-per-Click- oder Pay-per-Click-Basis, wobei der Werbetreibende nur zahlt, wenn der Nutzer auf die Anzeige klickt. Neben den vielen Gemeinsamkeiten beider Methoden gibt es doch auch einige Unterschiede. Ein wichtiger Unterschied besteht darin, dass SEA hauptsächlich darauf ausgerichtet ist, auf Suchanfragen von Nutzern zu antworten, während SMA darauf abzielt, die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein der Nutzer auf ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Marke zu ziehen. Ein weiterer Unterschied ist die Spezifizierung der Zielgruppe. Suchmaschinenwerbung ist hauptsächlich darauf ausgelegt, die Zielgruppe nach Suchbegriffen oder Keywords zu definieren. Social Media Advertising hingegen unterscheidet die Zielgruppe anhand verschiedener Faktoren wie Alter, Geschlecht, Interessen oder demografische Faktoren. Der jedoch größte Unterschied der beiden Methoden liegt in der Ausspielung. Social Media Werbung wird gezeigt, während sich Personen aktiv auf der Plattform befinden, wohingegen Suchmaschinenwerbung nur angezeigt wird, wenn eine Person eine aktive Suchanfrage stellt, die für diese Suche relevant ist. Kommen wir nun zu den Vorteilen von SEA. Im Gegensatz zu SEO wird eine sofortige Sichtbarkeit erzielt, da Methoden und Werkzeuge von SEO eine Zeit lang dauern könnten, dass die Webseite im Suchmaschinenranking aufsteigt. Ein weiterer Vorteil zu beispielsweise Printmedien ist die Flexibilität. Die Kampagnen können sehr leicht angepasst werden und es kann auf Veränderungen in Nachfrage oder Wettbewerb reagiert werden. Einer der wichtigsten Vorteile von SEA ist die präzise Messbarkeit. Viele Plattformen wie Google bieten sehr präzise Tracking-Tools an, wodurch KPIs wie Klicks, Impressions oder Conversions erfasst werden, um die Anzeigen hinsichtlich ihrer Performance zu tracken und anschließend die Möglichkeit bieten, diese zu optimieren. Ein weiterer Vorteil zu beispielsweise Fernsehwerbung ist, dass die Anzeige nur für potenzielle Nutzer geschaltet wird und nicht für die breite Masse. Betrachten wir nun die Vorteile von Social Media Advertising. Einige Vorteile ähneln sich hier bei denen von SEA, unterscheiden sich jedoch etwa in ihrer Ausprägung. Durch SMA hat man ebenfalls eine große Reichweite aufgrund einer riesigen Nutzerbasis, die Werbung kann jedoch noch gezielter auf Nutzer geschaltet werden. Alle gängigen Social-Media-Plattformen sammeln, abgesehen von Alter, Geschlecht, Standort und anderen Daten, außerdem Daten über das Nutzerverhalten, weshalb also die Zielgruppe noch genauer definiert werden kann als bei SEA. Außerdem werden bei SEA nur Anzeigen geschaltet, bei Nutzern, die sowieso auf der Suche entsprechend nach gewählten Keywords sind. Bei Social-Media-Advertising kann ein Produkt, eine Dienstleistung oder ähnliches vermarktet werden, bei der Nutzer noch gar nicht wusste, dass er überhaupt daran interessiert sein könnte. Ein weiterer Vorteil gegenüber anderen Methoden ist die hohe Engagementrate. Auf Social-Media-Plattformen sind User in der Regel aktiver und interagieren häufiger mit den Inhalten. Dadurch haben Werbetreibende eine höhere Chance, dass der Nutzer von der Werbung angesprochen wird und mit der Anzeige in irgendeiner Form interagiert. Schauen wir uns nun ein praktisches Beispiel mit dem Facebook Ads Manager an. Facebook gehört, wie viele wissen, natürlich zu Meta, und wenn man sich bei seinem Facebook-Account anmeldet für den Facebook Ads Manager, kommt man auf dieses Dashboard. Möchte man also nun eine neue Kampagne kreieren, drückt man hier auf den Create-Button, wobei Facebook verschiedene Templates vorgibt, je nach Zweck der Kampagne. Möchte man zum Beispiel mehr Awareness für seine Seite generieren, wählt man Awareness.
Möchte man zum Beispiel mehr Leads für sein Produkt oder einfach mehr Sales haben, gibt es hier Templates für Leads und Sales. Oder wenn man einfach mehr Traffic für seine Webseite generieren möchte, wählt man Traffic. Wählen Sie einfach mal Traffic aus und klicken uns hier mal durch. Zuerst gibt man der Kampagne einen Namen. Und anschließend lassen sich durch sehr viele verschiedene Einstellungen lässt sich die Kampagne genauer definieren. Das Wichtigste bei den Anzeigen ist natürlich erstmal das Budget. Das lässt sich hier beliebig festlegen mit einem Daily-Budget, wobei täglich dann ein bestimmtes Budget-Level nicht überschritten wird, oder ein Lifetime-Budget, das sozusagen so lange läuft, bis das Budget aufgelaufen ist. Hier lassen sich natürlich auch noch festlegen, wann die Kampagne starten und enden soll. Und auch noch wichtig, was man möchte. Also ob man auf seine Webseite seine Conversion oder sein Traffic leiten möchte oder zu einer App, zu einem Messenger, zu WhatsApp oder für Anrufe. Das Wichtigste hierbei ist doch hier unten. In Facebook lassen sich sehr, sehr gut die Nutzergruppen editieren. Wenn man zum Beispiel für eine Dienstleistung für Unternehmen ein Lead generieren möchte oder einen Traffic generieren möchte, lässt sich natürlich die Altersgruppe anpassen. Wobei wahrscheinlich dann vermutlich eine Altersgruppe ab 30 sinnvoller wäre. Zusätzlich zum Alter lassen sich natürlich auch noch die Sprachen einstellen. Möchte man zum Beispiel beispielsweise nur eine deutsche Kundschaft, lässt sich hier nur Deutsch auswählen. Auf der rechten Seite sehen wir, wie viele Leute ungefähr damit erreicht werden und wie spezifisch unsere Nutzergruppenspezifikation ist. Wenn wir auf die nächste Menüseite gehen, lässt sich durch die Anzeige noch eine Facebook-Seite oder eine Instagram-Seite verbinden. Wichtig hierbei ist auch, welche Form man nehmen möchte, zum Beispiel ein Bild oder ein Video oder so ein Karussell-Beitrag, wo dann Videos oder Bilder als scrollbarer Inhalt dargestellt werden. Und hier lässt sich natürlich dann der Anzeigetext gestalten. Eine Headline, also eine Überschrift und nochmal eine Beschreibung. Also wie man sehen kann, es lassen sich sehr, sehr viele Faktoren hier bearbeiten, um die Facebook-Kampagne auch. Deutlich einfacher hingegen lässt sich eine Google Ads-Kampagne schalten, wenn wir beispielsweise während der Podcast seiner Webseite eine Anzeige schalten möchten und hier die URL eingeben, ist man hier deutlich schneller und einfacher am Ziel. Hier hat man auch sozusagen nur vier Vorschläge, was natürlich gemacht wird, also was das Ziel der Kampagne ist. Möchte zum Beispiel mehr Verkäufer Leads über die Webseite haben. Dann lässt sich hier der Anzeigetitel ändern. Der ist natürlich jetzt von den Metadaten der Webseite schon vorgegeben. Schnell und effizient, Zeit, Terminfreigabe, professionell und erfahren. Genau die Telefonnummer blenden wir jetzt hier mal aus. Und zum Schluss kommen wir hier zu den Keywords. Die ausgewählten Keywords sind aktuell Dozent, Informatik, Rechtsberater, Gutachter und Sachverständiger Gutachter. Wenn wir zum Beispiel hier noch Keywords wie Berater, Unternehmensberatung hinzufügen möchten, wird die Anzeige auch bei diesen Suchanfragen geschaltet. Zusätzlich lässt sich hier noch der Umkreis festlegen. Wenn wir zum Beispiel ausschließlich Mannheim, Heidelberg, Worms und Waldsee möchten, werden tatsächlich auch nur Kunden, die in diesem Bereich Suchanfrage tätigen, diese Anzeige geschaltet bekommen. Wenn zum Beispiel dann ein Kunde aus Darmstadt nach den gleichen Keywords sucht, wird diesem Kunden die Anzeige nicht geschaltet. Hier sind wir dann auch schon mit dem Budget am Ziel. Wie wir sehen können, lässt sich die SEA, das Aufsetzen des SEAs deutlich einfacher und nicht so umfangreich gestalten wie bei den Facebook Ads Manager. Hier lässt sich dann zum Schluss auch noch das Budget festlegen. Und dann ganz zum Schluss lässt man noch einen Überblick über die Kampagne und kann diese dann freischalten. Kommen wir nun zum Fazit und zur Empfehlung, was denn nun für welche Fälle besser geeignet ist. Die wichtigste Frage, die nun aufkommt, was ist denn nun effektiver oder besser?
Das kommt auf den Use Case drauf an. Möchte man beispielsweise ein Produkt verkaufen, das gerade im Trend ist, bieten sich Social Media Kampagnen an, um mit Videos oder anderen kreativen oder aufregenden Inhalten auf das Produkt aufmerksam zu machen. Möchte man generell eine Marke oder ein Unternehmen bekannt oder darauf aufmerksam machen, bieten sich ebenfalls Social Media Advertising an, da nicht immer zwingend ein Lead, ein Verkauf oder ähnliches mit der Werbung gezweckt werden soll, sondern eine generelle Awareness. Möchte man beispielsweise als lokaler Unternehmensberater oder Handwerker seine Dienstleistung an eine bestimmte, ortsgebundene Zielgruppe anbieten, so bietet sich Suchmaschinenwerbung an. Nutzer, die nach diesen Keywords suchen, sind sowieso auch schon auf der Suche bzw. sind bereit, Kontakt aufzunehmen, um die Dienstleistung oder das Produkt zu kaufen. Wichtig bei beiden Methoden ist es, seine Zielgruppe möglichst genau zu evaluieren, um daraufhin die richtige Plattform zu wählen. Hat man beispielsweise eine jüngere Zielgruppe und möchte Produkte wie zum Beispiel im E-Commerce anbieten, bietet sich eine Plattform wie TikTok an. Möchte man beispielsweise Werbung für eine Stellenanzeige oder ähnliches schalten, so bilden sich Business-Social-Media-Plattformen wie LinkedIn und Xing an, da die Nutzer in der Regel älter sind und dort nach solchen Anzeigen suchen. Im Allgemeinen verfolgen SEA und Social-Media-Advertising zwei verschiedene Ansätze im Digital-Marketing, bedienen sich auch ähnlichen Methoden und Techniken und verfolgen ähnliche Ziele. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit den weiteren Lehrvideos.